Im Schritttempo setzte sich am Samstagabend der angekündigte Schwertransport mit zwei Dampfüberhitzern der Firma Schmidt-Schischak mit fast 1,5 Stunden Verspätung in Bewegung. Bevor die Reise an den Richterhallen in Lofelden starten konnte, waren noch einige Vorbereitungen nötig, um die überdimensionale Fracht sicher auf die Straße zu bringen. So mussten zum Beispiel vom Baustellenabsperrservice kurzfristig einige Verkehrsschilder abmontiert werden. Nachdem der LKW dicht genug an den Anhänger herangefahren war, was von den Fahrern oft Millimeterarbeit erfordert, konnten die beiden Teile miteinander verkuppelt werden. Fahrer Ottmar Längst überprüfte kurz vor dem Start noch einmal die Verbindungen des 53 Meter langen Unikums und beantwortete geduldig die Fragen einiger Schaulustiger. In Begleitung der Polizei, die kurzfristig Straßensperrungen veranlasste, rollte der Schwertransporter schließlich vom Parkplatz. Im Schneckentempo ging es, unter Beobachtung vieler Schaulustiger, um die enge Kurve auf die lange Straße. Hier war Millimeterarbeit gefragt. Nachdem die beiden Fahrer das erste Hindernis bravourös gemeistert hatten, führte der Weg nach Volmershausen und von dort weiter nach Kaufungen Papierfabrik. An der Auffahrt Kassel-Nord ging es auf die Autobahn Richtung Hanmünden, von wo die beiden Dampfüberhitzer zuerst nach Hamburg und später nach Indien verschifft werden.